Moin, moin Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal von Antiserum 7. Und ja, wir werden hier ein neues Projekt starten auf dem Oldschool-Server Rubinum. Wir sind hier momentan im Rotenreich Channel 2 und das wird ein Langzeitprojekt werden. Das heißt, ich werde die Community auch sehr viel mit einbinden. Ich habe mir auch so schon ein paar Sachen ausgewählt, dass ihr entscheiden sollt, ob ich in naher Zukunft IS, beziehungsweise mir Sachen aus dem IS für den Anfang zulegen soll oder nicht. Beziehungsweise ob ich mir alles für den Anfang selber erfahren soll. Ich werde auf jeden Fall immer nur dann auch aufnehmen, wenn ich auch zocke. Das heißt, wir werden quasi alles zusammen machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir hier schon mal jetzt den ersten Meeting. Gucken, was wir so droppen werden und wie schnell wir hochkommen. Aber ich sehe, wir sind jetzt schon Level 4, 5. Es geht ja recht ratzfatz. Mal schauen, was wir heute in diesem letzten Part alles so schaffen werden. Ja, ey, was kann ich jetzt erstmal zu diesem Kanal sagen? Ich betreibe diesen Kanal hier mit meinem Kumpel zusammen. Ja, wir machen hier verschiedene Let's Plays. Ich bevorzugt allerdings auf Medien 2. Allerdings machen wir auch andere Sachen zusammen, wie World of Tanks etc. Ja, also schaut auch gerne, wenn ihr Bock habt, auch die anderen Videos an. Und heute würde ich sagen, oder würde ich erstmal sagen, dass ich mir ein bisschen Equipment zulege, beziehungsweise was heißt Equipment zulegen, sondern erstmal ein paar Sachen switche. Und vielleicht ein bisschen zwei Farmen. Und vielleicht droppen wir auch schon das erste VZKFW. Ihr sollt übrigens dann auch später bestimmen, was ich mir für ein Main mache. Ob es ein Körperkrieger werden soll oder doch Metallo, Ninja, Lykaner oder doch eine Schamane. Die wir uns, denke ich mal, so oder so machen werden, allein zum Buffen. Ja, jetzt erstmal schauen, das sind die schon mal der nächste Mädchen, das ist Top-Truhe der Legenden, Zaubern, Segi. Mal schauen, dass wir hier schnell vorankommen für den Anfang, dass wir dann quasi Fix Map 2 gehen können und da dann vielleicht auch schon VMS droppen. Ich bin mal gespannt. Tarnung, Segen. Deswegen ist nicht schwer. Ich werde auch erstmal hier alle an FBs aufheben. Ist, glaube ich, am einfachsten. Ja, zack, Säge. Jetzt ist ein bisschen das Inventar hier aufräumen. Kupferohrringe. Wobei ich auch erstmal vielleicht gar nicht so schlecht. Truhe der Legenden ist handelbar. Spannender Kampf. Das kann ich hier gleich hinpacken. Also können wir schon mal die erste Truhe hier aufmachen. Lehrlingstruhe. Perfekt. Zack. Zack. Ich glaube, die kann man nicht stacken. Ne, kann man nicht. Na egal, ist kein Problem. Dann verwenden wir halt jetzt die. Und dann die anderen. Und mal ein bisschen hochlaufen. Und dann würde ich mal sagen, schon mal vielleicht zu so den 25er. Richtung hier oben. Mal gucken. Hier will noch hier ein paar Medis finden. Ich kann ja auch hier doppelt drauf reinnehmen. Ich Idiot. Egal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch von denen was droppen. Ich bezweifle es fast, aber mal schauen. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses Projekt. Bin gespannt, wie wir uns schlagen werden und wird auf jeden Fall viel zum Farmen gehen, geben. Ja, ich würde sagen. Für die nächsten Let's Plays könnt ihr auch gerne, oh cool, da haben wir sogar noch was, könnt ihr euch gerne ein Gesprächsthema in die Kommentare schreiben, wo wir eventuell drüber labern werden. So, Truhe der Legenden. Kann ich eigentlich alle öffnen hier? Oh, Gegner verstärken. Das ist nice. Ah, danke. Das ist nämlich für die anderen, für die späteren. Das geht ja nur bis Level 40. Das werde ich gleich mal zur Seite packen. Und ich würde sagen, wenn wir 20 hinzufügen haben, werde ich mal sehen, dass ich hier schon mal ein
paar Items poniere, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden noch machen. Oh, ich bin auch so blöd. Ich habe schon wieder meinen Angriffspot hier vergessen. Zack, Medien des Kummers. Zack. Schiffrolle, Truhe der Legenden. Alle aufmachen hier. Gegenstand verstärken, das ist nice, das ist nice. Die packen wir auch mal hier unten zur Seite. Brauchen wir ja für den Anfang noch nicht. Wuzi-Ahit, die Kriegskunst. Hier hinlegen. Konzi sind natürlich sehr nice. Bin mal gespannt, ob wir auch schon ein VZK-Fee droppen werden am Anfang. Wäre natürlich cool. Gleich im ersten Part auch schon mal auf M2 zu bringen. Zack. Ah ja, siehst du, jetzt droppt man schon mal bei nix. Wie viele hinzufügen haben wir? 13. Davon haben wir schon 3. Ich lasse die erstmal nochmal. Ich laufe erstmal zu den 25er hin. Da sind ja auch noch ein paar 15er. Vielleicht können wir die erstmal hauen, dass wir nochmal so ein paar hinzufügen droppen. Obwohl, scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach. Erstmal die Waffe und Rüstung immer. Zack, zack. So. Zack, 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 zack. So, dann gleich ein bisschen switchen. Vielleicht Intelligenz. Ja, perfekt. Und hier vielleicht 50 Angriffswert. Oh, das geht auch. Und dann vielleicht noch ein Schild hier. Zack, 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 zack. Ach, das Stärke. Ja, können wir mal ein, zwei, dreimal switchen hier. Wirklichkeit. Da, Stärke. Ohnmacht, ja, nice. So, und dann vielleicht noch die Schuhe. Kriegen wir auch noch hin. Vier Boni, zack, 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 zack. 1.500 DP. Ah, komm schon. Irgendwas mit CP, Ohnmacht, Angriff. Nein, nein. 1.000 DP ist zu wenig. Komm schon. Ha, Mann, Mann, Mann. Wie Crit hier. So, mein Gott. Zack hier. Da kann ich schon den ganzen Young. Ja, das geht auch. Young. Würde ich sagen, haben wir erstmal die Mädchens. Holen uns hier noch DB und Crit rein und machen mal die Pots vor sich selber an. Ich könnte eigentlich auch mal einen Umhang nebenbei ziehen. Geht das ein bisschen schneller. So. Solltet ihr auf jeden Fall irgendwelche Wünsche haben zu diesem Projekt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Bin über jede, ja, jeden Tipp oder jeden Wunsch dankbar. Vielleicht lässt er sich dann ja da direkt mit einbauen. Solltet ihr ja Kritik üben, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, mal schauen hier. Das wird Level ja, 20, 22 werden. Dann über eben die Lehre abholen und dann uns schon direkt auf den Weg nach M2 machen. Ja, die Dinger brauche ich ja abholen. Ne, packe ich jetzt mal. Da packe ich mal hier erstmal hin. Tour der Legenden, Ding Nummer 2. Schnelligkeit, Segi. Ja, Segi sind natürlich auch nicht schlecht. Jetzt haben wir erstmal alles hier aufheben. Alles Muscheln. Oh, müssen doch noch mehr FPs sein. FPs Meetings. Ich meine, Umhang nebenbei. So. Vielleicht wieder erstmal sortieren hier. Stampfer FPs. Sausen, andere Klasse. Schnelligkeit. Auch wieder da unten hin. Die kann ich aufmachen. Die behalte ich erstmal lieber. Das ist natürlich erstmal nice. Da wäre aber ich. Na, packe ich erstmal dahin. Ich meine nämlich, wir kommen aus der nächsten Truhe. Diese Drachengott-Sachen. Das heißt. Kann ich die schon mal unterordnen, dass wir die anderen erstmal aufwenden werden? Pots, ja, das ist ja auch erstmal da.
Magisches Eisenerz können wir in Verbindung mit einer Segenschriftrolle. Ich glaube, beim Schmied geht das, glaube ich. So. Ansonsten von den Preisen her bin ich ehrlich gesagt noch nicht so informiert auf diesem Server. Werde mich aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall darum kümmern. Aura des Schwertes, nice. Ich weiß allerdings auch nicht, was das wert ist. Vielleicht ist es auch überhaupt nichts wert. Mal schauen. Ah, nice. Es gibt hier ja dieses Shop-System, was natürlich sehr, sehr geil ist. Im Shop öffnen. Kein Shop ist geöffnet. Das werden wir, sobald wir ein paar Sachen zum Verkauf haben, auf jeden Fall nutzen. Denn ja, wenn der Jan kommt, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für den Anfang. Aber ich denke mal, wenn wir viel farmen und klug verkaufen und einkaufen, wird das jedenfalls, denke ich mal, recht gut werden. So. HDD ist natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich denke mal, dass wir in der Zukunft auch noch gleich eine Buff nebenbei hochziehen. Alleine schon für spätere Leveln und ja, eine Buff nebenher zu haben ist eigentlich immer gut. So, Aura des Schwertes. Zack. Drei Wege Schnitt. Kein VZK. Schade, schade, schade. Ah, den machen wir noch und dann würde ich sagen, gehen wir mal mit 1 und dann auf die direkten Wege mit 2. Fortbildung. Können wir auch gleich mal wieder öffnen. Bis jetzt. Ah, nee. Exo bis jetzt noch nicht. Mal schauen, was daraus wird. Aber wir können jetzt schon mal die Truhe öffnen. Und wie gesagt, Leben, das können wir jetzt erstmal daneben packen und gleich auch benutzen. Oh, der Exo haben wir doch bekommen. Nicht gesehen. Zack. Zack. Und die packen wir schon mal da unten mit hin. Jetzt machen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden. Auch nicht viel mehr. Degenwirbel. Tarnung dazu packen. Damit wir da schon mal alle FBs nebeneinander haben. Und nicht später immer alles wegschmeißen müssen. Weil da werden ja natürlich noch einige Mädchen auf uns zukommen. Löwenplattenpflanzer. Aura des Schwertes. Nice. Hätte ich mir noch einen Krieger machen sollen. Egal. Egal, egal. War so zum späteren Level einfach einfacher. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal eben mit 1 und holen uns unsere Lehre ab. Blaues Reich, Quatsch. Rotes Reich mit 1. So, zack. Elite PVM. Das sind schon die ersten magische Waffenlehrer. Ja, will ich. Willkommen, ganz vergessen. Jupp, dankeschön. Dann machen wir gleich den Mädchen noch mit. Und wir können schon mal die Skill machen. Ich glaube, sie springen. Oh, ja, doch. Perfekt. 2 habe ich übrig. Und dann denke ich mal, Furcht als nächstes. Zack, machen wir gleich mal an. So, zack, 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 zack. Diebstahlschuhe. Ah, 7 und Schaden. Ist natürlich für den Anfang nicht die Welt, aber was erwartet man? Alleine für den Anfang ohne Truhe der Fortbildung, ohne IS. Können wir uns, denke ich mal, gleich mal Map 2 teleportieren. Na, da ist er. Rotes Reich. Map 2. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo was zu kaufen? Nee, ne? Nee. Aber hier gibt es ein Schwert. Wie viel macht das? 78. Nee, das macht sogar weniger. Das lassen wir erstmal. Das lassen wir mal schön sein.
irgendwie vom Bug gerade. Wir werden jetzt erstmal alles auf ins Skillen. Zack, zack, zack. Und dann mache ich, glaube ich, erstmal, ja, damit jeder erstmal außer ZA will ich erstmal außen vor lassen, alles, damit alles einen Punkt wenigstens hat. Und danach die zweite Fähigkeit auf jeden Fall erstmal Furcht hoch machen. In der Hoffnung. Oh, brutaler Obermann. Schaffen wir den? Ich weiß es nicht. Erstmal jetzt eben alles hier auf Ints. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich weiß gar nicht. Ich sehe den gar nicht. Da, wenn wir den klemmen irgendwie. Na, scheiße. Das war natürlich Fail. So, dann mal schauen, wenn ich hier jetzt nochmal alles reinballer. Ja, easy. Easy, easy, easy. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Und. Truhe des Hauptmanns. Mal schauen. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ist natürlich neu. Können wir eigentlich schon mal alle. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf diesem. Ja, doch, machen wir eigentlich auf diesem hier kommen. So, alles Ruhe. Mit dem System muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal befassen. Ganz genau verstanden habe ich das noch nicht. Wie das funktioniert nachher mit dem Veredeln, beziehungsweise mit dem Drachenalchemie. Mit Schliff oder nicht Schliff. Muss ich auf jeden Fall nochmal mich mit befassen. Aber wird auf jeden Fall cool werden. Ich hab Bock auf das Projekt. Und bin mal gespannt, wie das so in nächster Zeit werden wird. Akura. Level 60. Biologenquest gemeistert ist. Biologenquest ist natürlich auch ein Thema, was wir, denke ich mal, recht schnell bevorzugen. Quasi. Sobald wir die Biologenquest machen, können sie auch machen. So, jetzt sind wir mit dem auch fertig. Zack. Grünhard, Veredeln, Perlen, Ohrringe. Aber Ebis wären nicht schlecht für den Anfang. Na gut, natürlich können wir sie momentan noch nicht tragen, aber sobald wir sie tragen können. Oh, haben wir nochmal 2-3 Metins und dann würde ich sagen, war es das auch erstmal mit der Folge. So. Zack, 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 zack. Löwenklappenpanzer natürlich, wenn wir 26er Sura droppen würden, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Dann könnten wir die versuchen langsam hochzuhaben. Wobei ich glaube, die Priorität bei mir erstmal auf einem VMS liegen würde. Dass wir quasi da eins droppen. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch. Obwohl, ja, können wir vielleicht verkaufen. Brauchen das Geld. Jeder schreien, das haben wir gehabt. Drachenschießen, Kampfrausch. Ich hätte mir echt einen Körperkrieger machen sollen. So wie ich die SWS droppe. Drachenschießen. Tour der Legenden. Rotbildung, Gegenstand, Drachenwirbel. Ah, Segenschriftfreunde. Das ist gut, dass wir die hier schon mal droppen. So, dann machen wir den noch. Zack. Sortieren nebenbei noch ein bisschen das das Inventar. Das können wir zu den Abdingern packen. Da können wir hier unten erstmal lagern. So viele haben wir ja noch nicht. Die können wir alle öffnen. Plus 1 können wir alle zerstören. In der Hoffnung, dass die noch nichts wert sind, aber ich glaube jedenfalls nicht. Plus 1, plus 1, plus 1. Plus 4, plus 1 weg. Roter Trank kann auch weg. Drachenschießen. Stampferschnelligkeit.
Zack, zack. Federschreiten in den FPs, aber ich weiß gar nicht, die schon hat. Doch da, allerdings keine Fairness. Dahin. Die verkaufe ich. Die können wir wegschmeißen. Schaffendes Ort, das sehen wir auch mal auf. Verwandlungskugel. Nice. Erstmal da unten lagern, die zwei Sachen. Level up. Verzauberte Klinge. Ja, nice. Dann können wir ja zum Abschluss dieses Let's Plays auf jeden Fall VZK nochmal auf M2 lesen. Zack. Zack. Nice. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder dabei seid und verabschieden wir es. Bis dahin. Ciao.